Weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Beim letzten Mal bin ich ein Tick emotionaler geworden, als hätte es sein müssen. Ich habe, denke ich, trotzdem gut weitergespielt und hätte den Ausgleich zum 2-2 verdient gehabt. Aber vielleicht hätte ich ein paar Prozente mehr Leistung abrufen können, wenn ich nicht so emotional geworden wäre. Deswegen möchte ich da jetzt ganz besonders wieder darauf achten, oh, falsch, dass ich eben die Emotionen da mehr oder weniger aus dem Spiel lasse. Und auch wenn es wieder mal nicht so läuft, auch wenn der Gegner wieder unverdiente Tore schießt, einfach versuchen dran zu bleiben, versuchen genauso weiterzuspielen, wie man es auch ohne den Rückstand machen würde. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal deutlich höher, dass man auch den Ausgleich schafft, das Spiel dreht und so weiter. Deswegen, oh, es hat sich jemand verletzt, unser Außenverteidiger, das ist schlecht, Fuß. Dem müssen wir eine Karte geben, weil wir haben einen Linksverteidiger, hätte ich gehabt, aber halt keinen Rechtsverteidiger. Ja. Da hilft. Wir haben natürlich keinen Fuß, ist klar. Da hilft eigentlich nur dieser. Ach, das ist echt ärgerlich, ne? Das würde da jetzt plus 4 geben müssen bei einer Verletzung, aber können wir nichts machen. Wir haben ja bisher eher Verletzungsglück gehabt. Das ging ja eigentlich. Es waren nur die Spieler verletzt, wo wir auch einen Ersatz hatten. Und deswegen brauche ich mich da oder kann ich mich da bisher eigentlich nicht beschweren. Ich bin gespannt, ob ich es in FIFA 17 nochmal erlebe, dass wir 5 Balken haben, Latenzbalken und nicht nur 4, aber das scheint halt einfach nur auf der Konsole der Fall zu sein. So, sehr starkes Team. Foot Champions Innenverteidiger. Er hat drei gute Foot Champions, interessant. So viel Glück hatte ich bisher noch nicht. Gut, wenn man die League A Foot Champion Karten von mir, wenn ich die spielen würde in meinem League A Team, dann wäre das natürlich auch mit ziemlich viel Glück behaftet gewesen, aber ich spiele ja nicht. So, ganz in Ruhe. Schöner Pass auf Sterling. Boah. Schade, schade, schade. Oh Gott. Oh, zum Glück ist Tschech noch da. Soll da Fernandinho gehen, der Pass? Oh nein, da ist gar niemand mehr. Oh, das finde ich immer lustig, wenn das den Gegnern passiert und diesmal ist es mir selber passiert. Ich habe einfach gedacht, da ist noch ein Sterling und habe halt nicht auf dem Radar geguckt, was halt einfach dumm ist. Dann hat er dann doch aufgemacht, sehr schön. Ein bisschen Glück. Sehr gut gemacht von Klein. Hat es schon gelohnt, ihn wieder zu heilen. Da lässt uns wieder durchrennen. Verstehe nicht, warum ich eine Zeit hatte, wo diese Flanken echt so geil dann kamen. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr Tore gemacht, aber die kamen wenigstens nicht immer so behindert nur auf den Torhüter. Aber wahrscheinlich darf ich einfach auf der Grundlinie keine Flanken machen, weil sie die nicht mehr schaffen, nach hinten zu spielen. Ich spiele die immer nur parallel. Da haben wir Glück, das Ding hätte auch gut reingehen können. Danke, Tschech.
Hätte ja sein können, dass es wieder klappt. Ja, ein bisschen Glück. Boah, das macht er gut. Scheiße, Mann. Naja, individuelle Klasse. Das war halt einfach, wie er da den Ball rumbekommt, war halt einfach gut. Kann man nichts machen. Einfach konzentriert weiterspielen. Das ist erst das 1-0. Wir können auch locker das 1-1 machen. Das war der erste Abschluss, die erste gute Aktion vom Gegner. Sollte nicht auf den gehen, der Pass. Meiner Meinung nach Foul vom Gegner. Meine, er hat auch das deutlich bessere Team, wenn ich das verliere. Es ist halt einfach wieder die individuelle Klasse. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Gegner hier wirklich viel besser spielen würde oder so. Bisher zumindest. Oh, schöner Schuss von Cazorla. Schade, dass der nicht reingeht. Wie gesagt, beidfüßig. Ich passe direkt. Oh. Matic macht echt so oft Fehler aufgrund der Tatsache, dass er einfach den Ball nicht wegbekommt oder halt zu träge ist. Würde ihn so gerne austauschen, aber es gibt keinen Preiswerten, der Sinn macht. Das sind einfach alle zu teuer. Die habe ich einfach alle keine Lust. Verstehe ich nicht, warum er den nicht auf Matic spielt. Oh, toll. Den wollte ich natürlich nicht reingrätschen. Ich denke, ich werde auch meine Formation wechseln. Nice Luck. Krass, wie er danach die Ruhe hat, den Pass zu spielen. Gab keine gelbe Karten für meine Grätsche. Okay. Ja, Formation ändern und ich überlege gerade, welche nehme ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal auf die Offensive. Und Reus und Dembele rein. Ist noch alles drin in dem Spiel. Steht nur 1-0. Moment, das habe ich jetzt ausgewechselt. Ja, Sterling passt, genau. So. Halt. Matip ist echt ein geiler Abräumer, aber wenn es darum geht, den Ball wieder loszubekommen, schnellen Pass zu spielen, Ballkontrolle, ist das so scheiße. Mir schon so oft jetzt aufgefallen, negativ. Kanté wäre halt richtig geiler Ersatz, aber der ist zu teuer. Den will ich jetzt nicht nehmen, weil er fällt dann auf Garantie, sobald diese Weekend-Liga vorbei ist, fällt auf Garantie wieder ein Preis. Das lohnt sich einfach nicht. Also es ist mir halt nicht wert. Ich hoffe, dass ich auch ohne Kanté hier mal noch wenigstens ein Spiel gewinne.
Wusste, dass er jetzt einen Distanzschuss macht. Rooney ist auch Distanzschütze. Schwacher Pass einfach, da war so viel Platz. Hat auch viel Glück mit den zweiten Bällen momentan, das heißt momentan eigentlich schon im ganzen Spiel. Verliere dann aber auch in dieser Formation, die ich hier spiele, verliere aber auch einfach zu häufig den Ball im Aufbau, weil ich es einfach nicht schaffe, mich dann durchzukombinieren, sobald der Gegner ein bisschen besser verteidigt. Schon wieder so eine Scheißannahme von Matic. Aber egal, wir haben genügend Zeit, wir brauchen einfach nur ein Tor. Eine rote Karte, aber dann schießt halt eh ein Tor. Es ist für mich einfacher, mit einem Spieler weniger jetzt noch ein Tor zu machen, als ein 2-0 aufzuholen, würde ich behaupten. Ich denke, ich werde aus 4-1-2-1-2 wechseln und werde einfach den Sechser weglassen. Nee, das geht nicht. So, Matic. Nee, Matic. Matic ist sowieso Schrott. Ach ja, ich will. So. Ich denke, so macht Sinn. Dembele, Reus. Nur ein Tor, komm schon. Das wäre so geil, mal mit einer roten Karte jetzt noch das Unentschieden zu holen oder dann vielleicht sogar das Spiel zu drehen. Komm schon, ist nur ein Tor. Oh Gott, Freunde, das war niemals ein Foul. Spielt er jetzt ultra defensiv oder warum deckt er nie die? Warum deckt er nie die kurze Einspielstation?
Geil, wie ich das mache. Ich spiele es richtig gut aus, muss ich sagen. Wieder hat er den zu einem. Ah, nee, doch nicht. Nice. Also mittlerweile ist leider die Führung auch für den Gegner verdient. Das, ja, ich komme ja überhaupt nicht groß zum Zug. Und es ist echt kein wirklich besonders guter Gegner, muss man einfach mal so sagen. Und trotzdem ist es ein verdienter Sieg für ihn. Oh mein Gott, das war definitiv die letzte Aktion im Spiel. Ach du Scheiße, wir machen wirklich den Ausgleich. Das ist nicht verdient. Der ist nicht verdient, der Ausgleich. Und Smalling die Vorlage, also quasi ja die Vorarbeit gemacht. Ach du Gott, und Defoe macht dir das wichtige Ausgleichstor. Na 90. Wir haben uns die Verlängerung erkämpft. Aber sie ist nicht verdient. Krass. Oh Gott, wie der Gegner jetzt kotzt, verständlicherweise. Ach du Gott. Jetzt geht es eigentlich, denke ich, nur darum, irgendwie ja, das jetzt durchzuhalten, weil ich nicht glaube, dass wir in irgendeiner Form, ich könnte vielleicht mal Dembele statt Defoe oder statt Cazorla vielleicht. Ich glaube halt nicht, dass wir in irgendeiner Form hier noch offensiv was zustande bekommen. Deswegen ist es halt wichtig, jetzt vor allem defensiv zu stehen und halt aufs Elfmeterschießen zu hoffen. Selbst wenn wir das verlieren, wäre das gar nicht so schlimm, weil wir haben uns ja immerhin. Was? Kein Foul? Wir haben uns ja immerhin die Verlängerung erkämpft. Komplett scheiße getribbelt von Shaw. Mustafi ist halt noch komplett frisch.
Das schafft er auch. Oh, zum Glück. Das schafft er viel zu oft, mich da außen abzudrängen. Was? Oh, ich finde es nicht schlimm, da die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, dass der Gegner noch ein Tor schießt. Aber ist denn das schon wieder so? Das gibt's doch nicht. Oh, ey, ich habe hier gekämpft und gefightet und jetzt wird das Spiel nicht gewertet. Oh, das soll bitte passieren, wenn ich hinten liege. Aber ich habe das blöde Gefühl, wenn ich hinten liege, dann wird es als Abbruch gewertet. Krass. Ich kann mir schon wieder nicht vorstellen, dass der Gegner das gemacht hat. Ich weiß auch nicht, also. Pff, keine Ahnung. Naja, was soll's. Ich bin nicht wirklich böse drüber. Jetzt hat er natürlich trotzdem blöderweise die rote Karte. Aber es macht ja nichts. Wir haben ja Mustafi. Das heißt, wir können ihn ja einfach wechseln. So, wir brauchen schon wieder Teamfitness. Das ist halt das Nächste, ne? Die Verträge gehen weg. Die Fitness geht weg. Und gerade die Fitness, die kostet ja schon Geld. Nee, nicht rausgehen. Na gut, dann, also ich denke, Moral habe ich gezeigt, auf jeden Fall. Bin auch weitestgehend ruhig geblieben, würde ich sagen. Das ist wichtig, aber ich bin einfach mit meinem Spiel nicht zufrieden. Das war einfach nach vorn zu wenig, nach hinten auch nicht so richtig viel. Aber wie gesagt, ich kann es mir noch ein bisschen schönreden. Der Gegner hat einfach das deutlich bessere Team gehabt. Hier haben wir jetzt ein relativ ausgeglichenes Team, von der Teamstärke her. Da sind wir ungefähr gleich gut. Oh, ich würde gerne mal auf Ballbesitz schalten, aber er will gerade wieder nicht. Jetzt. Schöne Ballannahme. Knapp, 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 knapp. Sehr schön von Klein. Oh, viel zu kurz die Flanke, viel zu kurz. Muss ich leider auf meine Kappe nehmen. Die Flanke darf halt da nicht so scheiße kommen und dann spielt das gut aus. Punkt. Abseits. Traumpässe auf jeden Fall von meinen Spielern. Oh, scheiße wieder gelaufen, ey. Schöne Ballannahme. Das ist natürlich kein Foul. Einfach ruhig bleiben. Noch nichts passiert. 1-0, das holen wir auf. Wir haben im letzten Spiel auch noch 90. das 1-1 gemacht.
Hätte ich einfach mal passen sollen. Ich glaube, mit rechts kann Matic einfach nicht schießen. Da muss man einfach mit links schießen. Ich sag ja, Matic ist einfach, ja, nach vorne richtig scheiße. Hat zwar schon mal einen geilen Distanztreffer gemacht, aber das war, glaube ich, auch mit links. Nein. Ja. Ja. Schönes Ding, der V. Geiler Treffer. War natürlich ein Sonntagsschuss, nichts mit geil rausgespielt oder so, aber muss auch mal wieder sein. Nice. Wenn es dann guten Distanzschuss hat, wissen wir ja. So kann es weitergehen. Komm schon. Sehr geiler Pass von Sandy Cazorla. Schöner Schuss von Sterling. Ist auch mal nicht schlecht rausgespielt. Schade halt, dass Sterling da die Annahme verkackt. Hast du mir ja gewohnt. Sehr schön gemacht. Ich weiß. Ach du Scheiße. Oh, war das gerade Shaw, der es noch gerettet hat? Das war natürlich auch so nicht geplant, ne? Also ist, denke ich, jedem klar, dass ich da nicht zurück zum Tor so passen wollte. Aber ja, zum Glück rettet uns. Rettet uns Shaw da. So, jetzt einfach mal weg mit der Scheiße hier. Hat richtig gut geklappt, aber war komplett aufgezogen. Guckt euch an. Weiß ich nicht, warum er den zu dem spielt. Oh Gott, das war knapp, ey. Ich bin wieder nicht zufrieden mit meinem Spiel. Fuck, Mann. Was mache ich denn anders? Sind die Gegner jetzt so gut oder was? Oder spiele ich gerade einfach schlecht? Ich muss es darauf schieben, dass ich gerade schlecht spiele. Wieder so ein scheiß Kackpass. Oh, super einfacher Pass, der verkackt wird, wodurch der Gegner einen Ballbesitz bekommt.
Wieder ein einfacher Pass, der verkackt wird. Wieder ein einfacher Pass. Wieder ein einfacher Pass, der als straffer Pass gespielt wird. Es wird gerade jeder Pass scheiße gespielt. Vielleicht ist die Formation, das weiß auch nicht, läuft hier gerade so beschissen. Ich überlege gerade, auf welche Formation ich wechsle. Mal gucken, ob es irgendwas bringt. Dann die Cassola ist halt zu langsam. Oh, ich krieg den Spieler nicht, ne? Wieder verkackt Matic irgendwas. Schade, bei mir zuletzt dran. Ist jetzt mal eigentlich gewechselt worden? Ja, ne? Knapp. Aber ich musste da abschließen, weil es ging einfach nicht mehr. Schade. Tickstrafe aufziehen vielleicht. Abseits. Ich wollte den Ball halt direkt wegpassen, weil ich Angst hatte, dass der Gegner jetzt kontert. Hat er gedacht, hat er gedacht, dass er mich da einfach so austricksen kann. Wird es denn wirklich schon wieder eine Verlängerung? Mal gucken, ob dann auch wieder das Spiel abbricht. Und noch ist Zeit.
würde halt gerne was sehen. Kamera ändern funktioniert hier halt nicht. Also man kann. Ah doch, jetzt. Und. Oh, schöner Kopfball von Reus. Gut gemacht von Smalling. So, Cassola, wollen wir mal wieder Firmino probieren? Probieren wir mal Firmino. Sehr gut. Schade. Oh, hat er ein Glück, dass der Schuss geblockt wird. Schade, schade, schade. Aber vielleicht machen wir ja jetzt 90. Komm, wieder mal ein Tor der 90. Komm, Spezialität. Na gut, dann gibt es eben noch mal eine Verlängerung. Wir haben jetzt immerhin mehr geschossen als der Gegner. Vielleicht habe ich gar nicht so schlecht gespielt, wie es angefühlt hat. Haben es wahrscheinlich auch gesteigert dann in der zweiten Hälfte. Und wie gesagt, der letzte Abschluss, die letzte Abschlusschance mit Firmino. Na, wie heißt er nochmal? War das Firmino? Nee, ich glaube, es war Fernandinho. Aber ist egal. Auf jeden Fall, das war halt eine gute Chance. Was ist denn hier los? Nicht auf ihn. Sollte, denke ich, auch klar sein. Aber dass der Kopfball überhaupt so gefährlich wird. Komm, er geht echt nicht auf die kurzen Leute drauf. Was ist da denn los? Geil gemacht, Klein. Gut gehalten von Tschech, sehr gute Chance. Naja, kriegt die Ballkontrolle nicht hin. Aber hat sich gelohnt, wie man sieht. Firmino, einmal geil dribbeln, Junge. Erste Halbzeit.
Sehr geil von Firmino. Wieder Glück beim Gegner, dass er zum Block kommt. Fuck, Mann. Sehr schön. Blocken sich wieder gegenseitig. Oh! Nein! Ich hab direkt auf Schießen gedrückt. Oh, ich kotze ab, ey. Das war halt das zweite Tor. Das war halt das 2-1. Fuck, Mann. Scheiße, ey. Wenn jetzt Elfmeterschießen verliere, drehe ich durch. Weil das war das 2-1. Perfekter Pass. Und der Bele schießt wieder mal nicht. Fuck. Oh, das passiert nur mir. Das passiert nie dem Gegner. Ich drück sofort auf Schießen. Ruhig. Ecker an. Nicht zu Strafschießen. Dummer Spaß, ey. Oh, nicht er jetzt an sich, sondern so generell das Spiel. Erstens wegen Dembele, der dieses zweite Tor nicht macht. Und dann, dass er jetzt natürlich, so wie es die Ironie des Schicksals halt immer sein muss, natürlich das Elfmeterschießen gewinnt. Ich hatte den Sieg auf dem Fuß, wenn dieser verfluchte Dembele einfach schießt. Ich verstehe das einfach nicht. Was mache ich denn da falsch, verdammt nochmal, ey. Ich habe das noch nie beim Gegner gesehen. Oder zumindest so selten, dass es mir nicht in Erinnerung geblieben ist. Ich drück doch nicht zu spät. Wie gesagt, ich habe alles probiert. Ich habe einmal probiert. Ich habe probiert zeitig. Ich habe probiert in dem Moment, wo der Ball den Ball berührt, der Ball den Fuß berührt. Ich habe probiert, so oft wie möglich auf Schießen zu drücken. Nichts davon funktioniert. Manchmal schießen sie direkt. Manchmal nehmen sie den verfluchten Ballast an, wie in dem Fall, und schießen einfach nicht. Fuck, Mann. Oh, das ist halt ein verschenktes Spiel. Ich habe in der letzten, in der fast letzten Minute die Chance, dieses verfluchte 2-1 zu machen. Verschenktes Spiel, nur weil diese Scheiße nicht funktioniert, ey. Fuck! Bis zum nächsten Mal.